So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Neverwinter Online. Wir sind beim letzten kleinen Gefecht angekommen, den ich angekündigt habe. Und zwar ist es der Aberrant-Angriff, wenn das richtig ausgesprochen wurde. Dazu muss man sagen, ich war hier kurz. Ne? Man sieht schon, hier ist ein bisschen was erkundigt worden. Ich war hier schon aus Versehen drinne. Aber ich habe nicht einen Boss gelegt. Wir waren nicht sehr weit gekommen. Ich hatte nämlich einen, als ich es versucht habe aufzunehmen, hatte ich einen Disconnect, bin rausgeschmissen worden. Als ich wieder reinkam, war ich wieder aus der Dungeon. Okay, besser gesagt, aus dem Gefecht wieder draußen. Deswegen wiederholen wir den ganzen Vorgang. Das ist mir schon alles hier bekannt. Bin gespannt, ne, denn das ist jetzt so ziemlich das letzte Gefecht, was jetzt ansteht. Wie gesagt, ich kann es nochmal erwähnen, da ich erstmal wieder in den Rhythmus reinkomme, nehme ich erstmal die kleinen Gefechte auf und werde mich dann wieder um die größeren Dungeons kümmern. Das heißt, sprich, nach diesem kleinen Gefecht hier wird es wieder hoffentlich, wenn ich Glück habe und unsere Gruppe nicht scheiße ist, wenn wir uns wieder den Dungeons aneignen, sprich die heroischen, oder die epischen, wie man sie hier nennen würde. Ein bisschen zu viel WoW gespielt in letzter Zeit. Und deswegen. Denn wir haben schon heute den... Heute ist nämlich der 2.1.2015. Erstmal für alle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid genauso gut wie ich ins neue Jahr reingerutscht und hattet... Oder besser gesagt, habt schön gefeiert. Das ist nur so zum Thema, in welchem Datum wir uns momentan befinden. Aber zurück zum Thema. Es laggt mir gerade ein bisschen, fällt mir gerade auf. Dagegen kann ich nichts machen. Das ist entweder der Server oder nicht ich. Ja, ihr habt schon richtig gehört. Entweder der Server oder nicht ich. Okay, die Dinger kann man, glaube ich, eigentlich kaputt machen. Ja, entweder man macht es sneaky-mäßig oder man geht einfach an den vorbei. Ist eigentlich auch scheißegal. So, die Gegner an sich sind hier, wie ich es schon in den anderen zwei Gefechten erzählt habe, nicht gerade so, ja, der Bringer. Nur die Bosse könnten dich instant killen oder beinahe instant killen. Die Gegner an sich sind so, ja, so lala. Man überlebt's. Wie ich es immer so schön sagen würde. Okay, die haben ja scheinbar nicht wirklich viel ausgehalten. Muss mal gucken. Also auf jeden Fall, das Gefecht dauert eine Weile. Ich meine, wir sind hier stehen geblieben. Ungefähr hier. Und da geht es ja noch scheinbar ein ganzes Stück weiter. Da bin ich gespannt, was noch auf uns zukommen wird. Okay. Man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich es schon in den letzten zwei Videos erwähnt habe, wo wir die Gefecht gemacht haben, aber Malleburg wird erstmal ausgelassen, weil es immer noch nicht funktioniert. Ich krieg da nur 6 FPS drauf, das ist schon mal der größte Shit. Ich muss gucken, oder besser gesagt, ich muss ein bisschen rumexperimentieren, ob ich, wenn ich da die Grafikeinstellung etwas... runterballern würde, ob das irgendwie wieder alles regeln würde, weil wenn ja, müsste ich zwar mit einer schlechteren Grafikeinstellung spielen, aber als Gegenleistung würde die Dungeon funktionieren und wir könnten da mal endlich mal rein und uns anschauen, was uns da so erwartet. Ansonsten muss ich leider diese Dungeon meiden, weil wie gesagt, 6 FPS, pff, ich meine, wären es irgendwie 20 oder so, hätte man vielleicht da irgendwie mit arbeiten können. Vielleicht ein paar Sachen runterstellen, damit das läuft, aber 6 FPS. Aber braucht man es gar nicht erst versuchen. Das ist leider die traurige Wahrheit. Aber, ihr kennt mich. Jeder, der mich kennt, weiß, ich versuche dem Problem auf den Zähnen zu fühlen, wie man so schön sagen würde. Und irgendwie das Problem gerade zu biegen. Wenn es dann halt bedeuten würde, ich muss die Grafikeinstellung halt ein bisschen low setzen, damit das funktioniert. Ja, dann
muss ich mich halt entschuldigen, aber dann ist es halt so. Das ist nämlich die einzigste Dungeon bei dem mir sowas passiert. Weil sonst halt ist mir noch nie passiert, dass ich in eine Dungeon reinkam und direkt 6 FPS hatte. Aber nur dazu. Denn wir haben noch, wie gesagt, neben Malebok ist noch viel offen. Also Zauberbücher, sag nur Zauberpesthöhlen, Tempel der Spinnen. Irgendwas mit Gewölbe, ne? Ich weiß das noch. Hier. Da, ach ja, genau. Das Schreckensgewölbe. So war das. Aber es war was mit Gewölbe. Also war ich schon nah dran. Deswegen haben wir noch jede Menge zu tun. Deswegen ist es ja nicht so, dass Malebok momentan die einzigste Variante für uns darstellt. Sondern es gibt noch gut viele andere Möglichkeiten, auf die wir zurückgreifen können. Okay. So, wie sieht's denn hier aus? Wir machen uns langsam weiter auf dem Weg. Also ab dem Boss weiß ich nicht mehr, was passiert. Das kann ich jetzt schon mal direkt ansagen, weil da war ich noch stehen geblieben. Und dann bin ich auch irgendwie rausgeschmissen worden, ab ein paar Sekunden danach. Keine Ahnung, ob der Server vielleicht rebootet hat, aber Pech für mich. Ich konnte dann nicht, also ich kam wieder rein und ich war aus der Gruppe draußen. Es war ja nicht so, dass es wie bei Dings da war, wie bei, wie heißt nochmal, Legion des Grauens, wo ich dann nochmal reinjoinen konnte, um noch den Erfolg abzustauben. Wo ich dann natürlich auch alles nochmal neu aufnehmen musste, aber hier war es halt so, dass ich da gar nicht mehr reinkam. Shit happens! Das ist ja der größte Vorteil, den man bei Gefechten haben kann. Die gehen schnell, die kann man immer wieder machen. Warum? Weiß ich auch nicht. Am Ende kriegt man ja eine Truhe mit ein paar Sachen. Aber bis jetzt kann ich schon mal sagen, ja, was kam denn so bei mir Besonderes raus? Also außer jetzt das da, so eine Scherbe, kam jetzt nichts Tolles dabei raus. Vielleicht habe ich es auch schon verdrängt. Aber gut, es ist hier, glaube ich, ist das das Gebiet der Zauberpesthöhlen oder der Gewölbe? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur, zu irgendeinem gehört das. Denn Gehirnfresser und diese komischen Typen, die immer diesen 0815-Spruch bringen, das ist definitiv einer von diesen Dungeons. Die Frage war nochmal, welche. Vielleicht sehe ich es an den Bildern. Nein. War das Zauberpesthöhlen? Ich glaube, das war Zauberpesthöhlen. Ach, Augentyrann! Ich habe dich ja schon seit, keine Ahnung, Monaten nicht mehr gesehen. Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, ja, das war noch in Kessel. Ne? Aber da warst du schon hässlich. Es ist halt schade zu sehen, dass du an Schönheit leider nicht zugenommen hast. Scheint immer noch eine lästige, nerviges Insekt zu sein. Ja. Dein Pech, du lebst nicht mehr lang, das war's für dich. Oder war das, wait. Achso, das ist unser, sagen wir mal, unser Ziel. Den Stein der Weisen zerstören. Moment, ich zerstöre es noch nicht. Oh, ja. Mit ein bisschen zu too late, ne? Hatte nur Schiss, dass die ganzen Dinger dann auf uns zugeflogen kommen. Aber die bleiben ruhig stehen und warten, bis wir zu ihnen kommen. Das ist doch eine gute Einstellung. Okay, und das war immer noch nicht das Ende. Also momentan das Gefecht mit den meisten Bossen. Waren es jetzt 3 Stück jetzt in Anzahl? Ich meine, wir sind noch nicht durch. Da kommt noch ein Stückchen offen. Was? Ach, eine Truhe. Ja, warte mal, ich bringe euch ein Geschenk mit hier. I hope you like explosions. Ja, explosions. Ja toll, jetzt kann ich die intakt. Doch, jetzt kann ich. Das nehme ich mit, das ist gebrauchbar. Das nehme ich auch. Und der Rest ist Müll. Also schwaches Mal der Einheit ist gar nicht so schlecht.
ist zwar nicht mehr so up to date für uns, aber für die kleineren Dinger. Ach, das ist mein, ach so, das ist schwaches Mal der Potenz, okay. Ulnuf der Dominator. Also Penetrator hätte vielleicht besser geklungen, aber Dominator? Hm. Leitet sich irgendwie so ab von Domina, ne? Okay, ich bin fertig. Ich hab ein Lager, ich hab ein Lagerfeuer getankt, ne? Ich könnte jetzt hier. Na, mal sehen, wer hier wen jetzt dominiert, ne? Alles klar. Ah, okay, er ist immun. Das heißt, solange wir seinen kleinen Maggot da nicht töten, passiert erstmal nichts. Also deswegen der Name Dominator. Ja. Voll uncool. Leute zu manipulieren und sich und sie für sich selber eigen zu machen, das ist nicht cool, Alter. Vor allen Dingen, wenn sie so welche Schwächlinge sind wie der hier. Ja, Dominator, jetzt bist du nicht mehr der Dominierende von uns. Vielleicht bist du der, der gleich den Boden küsst. Und das noch sehr, sehr schnell. Du kriegst hier gerade nämlich doppelte Schurkenpackung in die Fresse geworfen. Also viel Spaß damit, sage ich nur. Yo, what? No, 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 not so fast. Okay, hier, wir sind, nein, wir sind noch nicht, wait, gewiped? Gewiped gegen diesen Loser? You fucking kidding me? Alter, ihr wollt mich doch verarschen, wir wipen doch jetzt hier nicht in einen schwulen Gefecht. Kill this motherfucker. Surprise, motherfucker. Ach, er ist immun. Ja, das ist natürlich, okay. Das überrascht mich jetzt, dass wir gewiped sind. In einem Gefecht, was ab Stufe 57 betretbar ist. Ja, nur, das wollte ich nur mal so am Rande erwähnt haben, ne? Wir müssen jetzt hier erstmal alle am Leben erhalten. Denn die Aufgabe ist... Oh, fuck, die haben zu viele AOEs drauf. Wir haben das Problem, wir haben zu viele von denen jetzt irgendwie aufgebauscht, ne? Jetzt agieren sie wie eine Horde. Greifen alles an, was sich nicht drei auf dem Baum steht. Und dann bist du halt, ja, Matschepampe, ne? Okay, du bist mein Ziel, denn solange du lebst, komme ich an ihn nicht ran. Not bad. Not bad. Also schadensmäßig hast du meinen Respekt verdient. Da machst du ordentlich was her. Und das wollen wir nicht nochmal wiederholen. Okay, komm. Gib ihn, gib ihn. Okay, jetzt los, 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 los. Here we go. Okay, das überlebst du nicht. Also wenn du das noch überlebst, dann bist du nicht schlecht. Warst du einer der hartnäckigeren Bosse hier. Aber, mein Junge, ich habe schon gegen Schlammkrabben gekämpft, die gefährlicher waren. Also bist du eine Null. Ich liebe diesen Spruch. Ich glaube, das wird bei mir so der Running Gag. Moment mal, wie viel habe ich schadensmäßig? Ja, warte, das nehme ich Gier, was ist das? Ach, ja, ja. Schaden, da war ich 2,5, ne? Da war ich hier der größte Babbo. Wenn es um Schaden geht, da habt ihr alle Scheiße gefressen, ne? Da war ich besser. Toll. Also da sieht man, was man so Schönes aus dem Gefecht bekommt. Geld und gebundene Schrift, was ist das denn? Das ist sogar... What the fuck, das ist sogar Bullshit. Ne, da brauche ich nicht. Das ist für Level 59. Ich bin schon Level 60. Nee, sorry, Bro. Ich glaube, da hast du mich mit irgendetwas verwechselt. Verlassen, bitte. Ja.
So, aber wenigstens diese schwache mal das irgendwas bekommen wir da. Das packe ich mal beides erstmal hier nach unten hin. Zu der Liste der, ich muss sie in meine Bank tun. Aber Leute, das war's erstmal von Let's Play Neverwinter Online. Wir werden uns dann, wie gesagt, in den nächsten Folgen werden wir uns jetzt mit den Dungeons wieder beschäftigen. Ich hoffe, wenn wir Glück haben, dass sich das mit den Gruppen irgendwie ergibt. Ansonsten gucke ich mal, ob ich vielleicht mit der Gilde irgendwie was unternehme. Die Welt steht mir offen, wie man so schön sagt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. See ya, Leute.